Wenn du dein eigenes Unternehmen eines Tages verkaufen willst oder du bist jetzt kurz davor, ein anderes Unternehmen zu erwerben, dann gibt es verschiedene Wege, wie du dir diese Vermögenswerte zugänglich machen kannst. Und einer dieser Wege, das ist der Asset Deal. Und ich erkläre dir heute, wie der funktioniert und worauf du dabei achten solltest. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Gründer der X-Group. Und gemeinsam mit unseren Beratern begleiten wir Unternehmer dabei, auch zu verkaufen oder auch Unternehmen einzukaufen. Und ein häufiger Weg ist der Asset Deal. Und hier geht es darum, herauszufinden, was genau Vor- und Nachteile sind bei dieser Form einer Unternehmenstransaktion. Schauen wir uns nun zuerst den Begriff Asset ein wenig näher an. Asset steht für Kapital oder Vermögenswerte und beinhaltet die einzelnen Vermögensgegenstände, Wirtschaftsgüter mit Verbindlichkeiten oder auch entsprechende Rechte und Verträge. Grundsätzlich findest du diese Dinge aufgelistet auch im Bereich aktiver und passiver des Unternehmens, von dem du die einzelnen Vermögenswerte abkaufen willst. Und das ist auch der Hauptunterschied zwischen der anderen Form einer Unternehmenstransaktion, nämlich dem Share Deal. Beim Share Deal kaufst du die Firmenanteile und dann gehört dir die gesamte Firma, also 100%. Im Gegensatz dazu geht es beim Asset Deal darum, dass du einzelne Vermögenswerte erwirbst. Und da sprechen wir von einer sogenannten Singularsukzession. Wenn du also auf diese Art und Weise ein Unternehmen oder die Vermögenswerte des Unternehmens im Einzelnen kaufst, dann machst du eine Liste der Vermögenswerte und fasst diese in einem Kaufvertrag zusammen. Und somit erwirbst du nur die Vermögenswerte. Der Asset Deal hat natürlich einen ganz großen Vorteil gegenüber dem Share Deal. Denn wenn du ein komplettes Unternehmen kaufst, weißt du nie ganz genau, welche Altlasten aus der Vergangenheit noch auf dich zukommen können. Ist der Boden verseucht? Gibt es noch Steuernachforderungen? Gibt es irgendwelche Haftungsrisiken aus der Vergangenheit? Das alles weißt du beim Share Deal nie hundertprozentig, aber haftest mit, weil du das ganze Unternehmen mit allen Rechten und Pflichten mitkaufst. Beim Asset Deal kaufst du hingegen nur die Vermögenswerte. Aber auf der anderen Seite bedeutet es, dass die entsprechenden Verträge auch umgestellt werden können. Sprich also, dass du mit jedem Kunden oder vielleicht jedem Mitarbeiter, mit dem Vermieter, mit der Bank neue Verträge machen musst. Und das kann natürlich zum Vertrauens- oder Kundenverlust führen, auf jeden Fall für eine Menge Veränderung. Es liegt also an dir, eine Entscheidung zu treffen, im Einzelfall, was der bessere Weg ist, Vermögenswerte zu kaufen. Das Unternehmen als Ganzes, als Share Deal oder die einzelnen Assets als Asset Deal. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann laden wir dich gerne ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater begleiten dich bei der Gründung, nicht nur bei der Neugründung, sondern auch bei Übernahmen oder beim Verkauf. Gerne bieten wir dir auch Unternehmensbewertung an und begleiten dich beim gesamten Prozess der Bewertung. Du kannst also jetzt Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du unterhalb des Videos, auch unsere Telefonnummer. Aber vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, damit du informiert wirst, wenn wir weitere gute Videos veröffentlichen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Unternehmenstransaktion, sei es Verkauf oder Kauf. Dein Daniel Schäfer.